Hallihallo Leute, ich bin der Hyrus und ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Resident Evil Mortal Knight. Wir sind in der letzten Folge in Episode 3 gestartet von Resident Evil Mortal Knight und sind Nemesis wieder begegnet. Er ist immer noch nicht tot, obwohl wir ihn mit Plastiksprengstoff das letzte Mal, ihn und uns, muss man dazu sagen, in die Luft gejagt haben. Wir haben es natürlich auch überlebt, das heißt, warum sollte es eine mutierte Sache nicht auch überleben? Ein mutiertes Wesen, Monster, whatever. Und ja, jetzt waren wir in einer, naja, schrecklichen Situation der letzten Folge, denn wir sind das erste Mal schon gestorben, weil uns Nemesis einfach den Arsch versohlt hat. Wir haben jetzt schon den Schlüssel aufgehoben, ich stehe jetzt hier schon wieder an der Tür, die verschlossen war in der letzten Folge, und schließen die jetzt einfach mal auf. Und gehen natürlich hindurch. Ich muss dazu sagen, einmal hat... Was war das jetzt? Ich muss dazu sagen, einmal hat uns getroffen. Nur mal so am Rande erwähnt. Ah ja, na klar. Na, nimm doch, ich... Das Schlimme ist... Okay, eine große Medizin. Danke. Lass mich in Ruhe. Du riechst schlecht. Ja, ich will die Leiter hoch, bitte. Kommt der hier auch hin? Das wäre ja unfassbar schäbig. Das Schlimme ist ja, wir haben eine Knarre, ja? Wir haben eine Knarre und keine Munition. Sowas Absurdes kann nur mir passieren. Toll. Toll. Fängt alles richtig super an hier schon wieder. So, was haben wir hier? Noch mehr Munition. Ja. Ja, warum nicht? Wir müssen uns aber eh gleich wieder heilen, vermute ich. So, wieso können wir jetzt hier runter? Wieso? Kann mir das jemand sagen? Hier müsste doch eigentlich nichts mehr... Also ich muss mal sagen... Ach, das ist ja cool, denn seine Gasmaske ist quasi kaputt hier und der... Auf der rechten Seite, beziehungsweise auf der linken von ihnen aus, aber auf der rechten von uns, also dort, wo das rote Auge nicht ist, guckt quasi sein echtes Auge jetzt durch. Das ist ja mega cool gemacht. So. Was soll denn das jetzt hier bezwecken? Hier ist ja nichts. Was hat denn das jetzt gebracht? Hä? Bin ich doof? Hä? Was? Ich verstehe nicht ganz. Müsste der Schlüssel nicht eigentlich für eine Lissa noch stecken? Ach ja. Tatsache. Der steckt tatsächlich noch. The elevator is already. Ja, und mit ihm... Och Mann, das kotzt mich an. Diese dämlichen Zombies. Ich lock die jetzt mal alle hierher. Ich meine, die können uns sowieso nichts tun. Nicht wirklich. Kommt. Kommt. Kommt alle hierher. Kommt. Kommt hier hinter. Hier ist cool. Ist richtig cool hier hinten. Wir können hier hinten doch eine Party feiern. So eine Abschaumparty für hässliche Supersoldaten. Findet man jetzt hier ernsthaft Gunpowder? Echt jetzt? Ohne Scheiß. Oh. Na, nimm's doch. Nimm's doch. Oh, das ist so doof, dass man immer so einen gewissen Punkt finden muss, an dem man... Alter Schwede. Warte mal, halt. Können wir? Hahaha. Können wir auch? Nee. Nee, das geht auch nicht. Können wir...
Das geht auch nicht. Okay, das heißt, wir können theoretisch das wieder kombinieren. Und dann haben wir hier sicherlich nochmal so... Ah, ich bin im siebten Himmel. Na, so rum geht es natürlich wieder nicht. Sehr, war ja sehr klar. Was haben wir ja noch? Ein Messer. Naja, das brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Aber wir nehmen es erstmal mit. Und wir haben eine Waffe, Leute. Ach du Scheiße. Nein, okay, das ist mies. Das ist jetzt mies. Ihr seid schon echt gemein. Also zu dritt so auf einen. Das ist schon ein bisschen assi. Das kann man auch anders regeln. Du bist der Nächste. Du bist genauso scheiße. Was? Steht da? Ah, okay. Der Schlüssel ist wahrscheinlich nicht im Schlüsselloch. So, ist Sherry noch hier drin? Nee. Aber der Schlüssel leckt. Der Schlüssel hängt. So, wir haben den Schlüssel. Ich vermute mal, wir haben nicht umsonst die Magnum gefunden mit so viel Munition. Ich vermute mal ganz stark, wir werden gegen Nemesis jetzt kämpfen müssen. Vermute ich einfach mal, wenn sobald wir hier runtergefahren sind, vermute ich das. Ich habe gehofft, dass der uns nicht angreift. Der Typ hat er auch nicht gemacht. Zum Glück. Ich glaube, jetzt hat er uns versucht anzugreifen. Aber wir gehen automatisch wieder ins... Also, alles easy. Tutti frutti bisher. Bis auf das Nemesis so in einem so unausweichlichen Gang uns gegenüberstand. Das war nicht so geil, aber... Wir sind ja... What the... Was zur... Hölle oder was zum Teufel. Je nachdem. Ah, geht automatisch raus, die Sau. Toll. Wie im Original. Wir stehen draußen. Die Tür geht hinter uns zu. Ja, warum auch nicht? Frage ist jetzt nur, heile ich mich nochmal? Heile ich mich nochmal voll? Kann ich noch einen Schlag mir... Hat er irgendwas? Steht er auf? Wohl eher nicht. It's time to kill Proto-Nemesis. Ist das nur ein Prototyp vom echten Nemesis? Kann das sein? Shitty, 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 shitty. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh fuck. Munition nachladen. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Mann, der stirbt einfach nicht, die Sau. Jetzt stirb doch bitte. Okay, der will nicht. Ich glaube, der hat heute noch was vor oder so. Der hat, glaube ich, noch keine Lust zu sterben. Na klar. Lad einfach mal nach. Ist okay. Jetzt lad doch aber auch... Nee. Ist das dein Ernst? Lädt der nicht automatisch nach? Oh, wie... Nein, 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 nein. Wir haben nur noch 6 Schuss. Reichen die? Ich glaube, die reichen nicht. Ich glaube, wir müssen echt messern. Ist das ernsthaft so? Vor allem, wie krass der Nemesis auch aussieht. Ich muss mal ein großes Lob aussprechen. Ist schon cool gemacht. Also kann man... Hier hinten kann man eigentlich gut... Ja. This is it. Na, na, na. Na, 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 na. Wir haben es geschafft. Das ist es. Game over, Big Boy. Ja, das Spiel ist vorbei. Großer Typ oder großer Junge, was weiß ich.
2 Schuss noch. Ja, das läuft ja wie geschmiert. Die Typen haben hier auch nichts mehr für uns. Also ihr seid echt zu nichts zu gebrauchen. Zu nichts, zu wirklich gar nichts. Wahrscheinlich ist er jetzt wieder weg, hä? Wir sind jetzt auf jeden Fall hier unten. Ich weiß, wo wir sind. Ja, natürlich, Zombies sind auch alle weg. Oh, shit. Scheiße, das ist jetzt gar nicht mal so gut. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ach, du dicke grüne Neune, wie auch immer. Vor allem, wie schnell die auch sind. Ja, ne, ist klar, Junge. Natürlich laufe ich dem direkt in die Arme. Aber wir haben ja genug Leben gespart. Zum Glück, muss man dazu sagen. Wen treffen? Wir? Evans. Ist da jemand? Evans? Du bist am Leben? Hier ist Alyssa. Ja, ich bin immer noch da. Wo seid ihr beide? Ich bin in einem Raum mit einem Mengen Monitoren. Sherry? Oh nein. Du hast sie verloren, richtig? Sie ist schnell. Mehr oder weniger. Was ist falsch mit ihr? Sie hat mir erzählt, dass ihr Vater ihr irgendetwas gegeben hat und jetzt... was? Ist sie einer von denen? Ich erzähl dir alles, wenn wir uns wiedersehen. Du musst sie finden und sie zurückbringen. Ich werde auch versuchen, sie zu finden. Sei vorsichtig. Ich hoffe, es ist eine gute Story. Die muss auf den Zeitungen gedruckt werden, wenn ich herauskomme. Ich werde nicht aufhören, gegen Umbrella zu kämpfen. Wir sprechen später. Alles klar. Oh. Carlos. Carlos, bist du's? Oh nein, nicht Carlos. Oh, geil. Oh, yes. Ein Schuss. Wollt ihr mich verarschen? Ach, ist ja nice. Ach, ist ja cool. Das ist ja mega cool. Man kann quasi das Ding jetzt... Ah, diese Itembox funktioniert nicht. Man muss versuchen, was anderes zu finden hier im Raum, was man als Box quasi benutzen kann. Und dafür haben sie den Spind hier benutzt. Oh, cool. Ist ja schon ein bisschen... Ernsthaft, das ist eine doppelläufige Schrotflinte. Deshalb kann man nur 2 Schuss im Lauf haben. Das ist ja nicht so geil. Oh, jetzt habe ich gedacht, das Spiel hängt. Alter, erschreckt mich nie wieder, so Spiel. So, haben wir hier noch irgendwas? Gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht was im Kühlschrank? Eine Flasche Cola? Eine kalte oder so? Nichts. Absolut gar nichts. Ja, erinnert euch. Erinnert euch, wie hier Ada lag. Oder Sherry. Aber auch Ada. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, schaut euch dann mein Resident Evil 2 Let's Play an. Und mein Resident Evil 1 Let's Play und mein Resident Evil 4 Let's Play könnt ihr auch noch schauen. Also ein bisschen Eigenwerbung, das stört ja nicht, oder? Ach, und dann habe ich auch noch... Nee, Spaß. Was mache ich hier eigentlich? Ich versuche Zeit totzuschlagen. Und warum? Weil wir schon wieder bei 14 Minuten sind. Und... naja, ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht aus dem Raum hier noch rauszugehen und weiter zu gucken, weil dann wird es wieder zu lang werden. Deshalb ist das eigentlich ganz... gut so, wie es jetzt ist. Wir haben gegen Nemesis gekämpft. Es hat Spaß gemacht. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft für diese Folge. Wir sind nicht gestorben, das ist die Hauptsache. Uns geht's im Moment ganz gut. Wir haben noch eine volle Heilung. Munitionstechnisch sieht das Ganze jetzt auch ganz okay aus. Im Moment noch. Im Moment noch. Ja, Frage ist nur, ob wir die nächsten Parts auch so überleben werden. Aber Leute... das sehen wir in den nächsten Parts. Tolle Überleitung, oder? So, und damit würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich bin raus. Bleibt so, wie ihr seid. Kann man das so sagen? Haut einfach rein. Macht euch einen wundervollen Tag noch.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, tschüss und ciao. Ja, diese Abmoderation geht in die Geschichte ein. Ich bin raus, Leute. Macht's gut.